L-Oregon Quinoa-Bites. Ja, das ist das Ding des Jahres, denn die haben bei der Vox-Sendung gewonnen und haben das beste Produkt des Jahres abgeliefert, also das Ding des Jahres. Ob das wirklich was kann, finden wir jetzt heraus. Willkommen bei der Foodshow. Ja, im Forschmann hat das gesehen. L-Oregon. Origin? Oregon? Ich habe es vergessen, wie man es ausspricht. Ich hatte es vorhin noch, jetzt habe ich es total vergessen. Egal. Organic Quinoa Bites. Das Ding des Jahres 2022. Warum Ding des Jahres? Ich hatte es ja im Vorspann ganz grob erwähnt. Es gab eine TV-Show auf Vox. Die läuft einmal im Jahr, dieses Jahr das zweite Mal. Und da wird das Ding des Jahres gekürt. Das ist das beliebteste Foodprodukt, was am Ende dann auch gelistet wird in ganz vielen Märkten von Rewe. Denn Rewe steckt ja dem Projekt mit hinter. Und da hat das Produkt gewonnen. Die Quinoa Bites. 60 Gramm für 2,79 Euro. Das Kilo also 46,50 Euro. Also nicht billig das Produkt, sehr, sehr teuer. Aber hier ist ein großes Projekt mit hinter. Also es ist nicht nur einfach irgendein Scheiß, der zusammengekippt wurde. Jetzt mal wirklich ganz simpel so gesagt. Sondern es ist vegan und glutenfrei. Es ist handgemacht. Es ist ohne Palmöl. Es unterstützt zusätzlich noch die lokalen Farmer. Und es ist reich an Ballaststoffen. Also es ist wirklich so ein Fair-Produkt, wo alles miteinander passt. Und du kannst das Produkt sogar unter die Lupe nehmen, wenn du diesen Barcode hier einscannt. Dann könnt ihr das sogar beobachten. Wo kommt das her? Wie ist das zustande gekommen? Also hier ist mehr hinter als bei vielen anderen. Also es wird auf ganz viel geachtet und es ist wirklich kein Scheiß drin. Wenn ihr gleich die Zutatenliste seht, das ist wirklich, so muss es sein. Und so geht es auch. Natürlich, es kostet ein bisschen mehr. Das Teuerste hier dran ist aber meistens das Handgemachte, dass es noch Handarbeit ist. Dass es nicht maschinell ist, Maschinenarbeit würde es natürlich wieder günstiger machen, weil du mehr produzieren kannst, schneller produzieren kannst. Aber da sieht man auch, dass es handgemacht ist und das finde ich auch ganz schön schick. Ja, gibt es wie gesagt bei Rewe, im Glück auch im Rewe Lieferservice oder in Online-Shops von der Marke. loregonfood.com. Die haben auch andere Produkte. Der Herr, der dahinter steckt, ist von vegan ist ungesund. Da gab es ja mal einen YouTube-Kanal eine lange Zeit. Er hat nur vergessen, wie hieß der mit den Locken. Der mit den blonden Locken, der steckt hinter dieser Marke. Und ja, dadurch ist das Produkt, was ihr jetzt gerade schon mitgehört habt, auch vegan. Das ist vielleicht für viele auch ganz interessant. Ihr kriegt jetzt aber erstmal die Zutaten, Nährwerte und dann probieren wir es gleich. Und wir haben hier also Schokolade mit 86% Anteil. Das ist natürlich nicht wenig. Aus Kakaomasse, Vollrohrzucker, Kakaobutter, Emulgatoren, ist ein bisschen Sonnenblumendetin drin. Dann kommt Quinoa mit 30%, ein bisschen Maca mit 2%, also kein Matcha, sondern Maca. Und Kakaoanteil ist mindestens 56%. Das war's. Mehr ist da nicht drin. Ich liebe solche Zutatenlisten. Das muss ich einfach mal so sagen. Ja, und Kalorien haben wir hier auf 100 Gramm. Das sind 536. Und davon sind 24 Gramm Zucker, aber auch 7,3 Gramm Eiweiß. Das muss man hier auch mal sagen. Das stimmt ja gar nicht. Sogar 8 Gramm Eiweiß. Auf 100 Gramm natürlich. Es ist nur 60 Gramm, aber durch dieses Quinoa ist das auch eine Eiweißbombe im Verhältnis. Oder Eiweißbombe. Für eine Süßigkeit hat es relativ viel Eiweiß. Aber es hat wenig Zucker. Da sieht man, dass es geht. Aber viel Kakao. Und das ist das Wichtigste. Ich liebe es, wenn schöner Kakao drin ist. Und ich hoffe, es schmeckt so gut, wie es riecht. Aber ihr kriegt erstmal eine Nachricht. Ja, ihr Lieben. Und hier ist es jetzt. Das Quinoa Bite. Oder Bites? Ich habe es vergessen. Quinoa Bites oder Quinoa Bite. Ihr seht diesen kleinen Klumpen, muss man wirklich schon was sagen. Die haben alle eine unterschiedliche Form. Also man sieht, dass die wirklich, ja, ganz roh gefertigt sind. Also jetzt nicht perfekt übers Fließband laufen, was ich aber gut finde. Ich mag dieses Unfertige manchmal wirklich sehr, sehr, sehr lieber. Sehr, sehr, sehr viel lieber, das wollte ich sagen. Aber wir sehen diese ganzen Bites, diese Puffs, ganz viel Schokolade. Und wenn wir die dann aufschneiden, sieht man jetzt hier diese ganzen Quinoa-Bites, die da halt wirklich drin sind und um Schokolade umschlossen sind, aber im Inneren auch trotzdem noch Schokolade ist. Das ist, glaube ich, wirklich ein sehr, sehr schöner, knuspriger Schokoladensnack. Und ich bin jetzt mal gespannt, denn riechen tun sie richtig toll nach Schokolade. Ob das was kann, finden wir jetzt heraus. Und da seid ihr wieder und jetzt können wir es probieren. Ich bin gespannt. Ist auch mal schön, dass ihr sagt, wir können es jetzt probieren. Ne? Ihr müsst mir ja zugucken, aber gefühlt probieren wir es zusammen. Also für mich ist das so. Aber es ist wirklich so ein schöner Snack. Du siehst diesen gepufften Quinoa, der hier einfach drin ist, der hoffentlich richtig schön cruncht und richtig schön Schokoladengeschmack hat. Okay, der Crunch ist eher dezent.
Ich muss nebenbei mal was gucken. Nicht, dass ich mir gerade vertue. Ja, das ist nicht schlecht. Ich muss gerade noch mal gucken, was ist eigentlich Maca? Maca ist ein Superfood der Inkas. Heute ist die Knolle ein natürliches Aphrodisiakum. Hallöchen. Und wird auch in der Naturheilkunde eingesetzt. Ja. Es ist interessant, das Produkt. Es hat einen sehr, sehr intensiven Schokoladengeschmack. Also wenn ihr sagt, ey, ich bin voll mit Schokoladenfan oder ich bin ein weißer Schokoladenfan, dann kann ich euch sagen, das wird euch nicht gefallen. Es ist schon sehr, sehr herb vom Schokoladengeschmack. Ich finde es aber nicht schlecht. Es könnte für mich knuspriger sein, weil steht der Crunchy Snack. Liegt es vielleicht dran, dass es jetzt draußen lag? Ich muss mal von dem anderen abbeißen, der noch zu ist. Ja, okay, meine Schuld. Aber auch gut zu wissen. Ist knuspriger, wenn man es nicht aufschneidet und vielleicht eine Stunde liegen lässt. Bei mir dauert das wirklich lange, bis das Video bis zum Ende kommt. Dann ist es knuspriger. Könnte für mich aber noch knuspriger sein. Ich würde es mir noch ein bisschen knuspriger erwarten. Wenn man es aber frisch aufschneidet, gefühlt ist es nicht mehr ganz so herb. Oder es ist jetzt der zweite Biss, wo ich mich schon an den Schokoladengeschmack gewöhnt habe. Es ist ein schöner Schokoladensnack. Es ist ein tolles Projekt dahinter. Ein bisschen knuspriger würde ich mir wünschen. Aber punktemäßig würde ich sagen 4-5 Punkte. Es ist wirklich nicht schlecht. Aber natürlich teuer und nicht so viel Inhalt. Also es ist wirklich nicht so viel drin. Ich kann euch das hier nochmal zeigen. Ich habe jeweils zwei Snacks rausgenommen. Die habt ihr im Video gesehen. Und der Rest ist in dieser Tüte, die hier drin ist. Ich weiß, es ist eigentlich eine Bioplastiktüte. Die hatte ich gar nicht gesehen. Aber ihr seht jetzt noch, wie viele Snacks hier insgesamt drin sind. Das sind nicht so viele. Also bei 60 Gramm für 2,49. Ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn es ein bisschen günstiger wird. Aber es steht nichts drauf, was das für eine Plastiktüte ist. Weil es gibt ja Bioplastiktüten, die finde ich mal ein bisschen besser als pure Plastik. Ich hoffe mal, das ist hier so eine Art Bioplastik. Ist auf jeden Fall nicht schlecht, ist lecker, kann man auf jeden Fall machen. Jetzt ist nur die Frage, habt ihr es schon probiert? Würdet ihr es probieren? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich sage jetzt danke fürs Foodschauen. Wir sehen uns in eines der nächsten Videos. Bis dahin, ciao, euer Bob.